Thema Geld und Finanzierung. Wie ist es eigentlich mit der Versteuerung eines Elektroautos? Gerade für Dienstwagenfahrer, Flottenfahrer, das ist auch richtig interessant für Flottenkunden. Wir haben hier in Deutschland, es gilt nur für Deutschland, aber in anderen Ländern gibt es auch Förderungen, eine Versteuerungspflicht von 0,5% vom Bruttolistenpreis. Das haben wir normalerweise bei konventionell angetriebenen Fahrzeugen 1% vom Bruttolistenpreis. Bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen sind es 0,5%. Das heißt, 0,5% vom Bruttolohn, das heißt, das halbiert sich vom Bruttolohn und dadurch hat man dann mehr Kohle zur Verfügung. Also keine schlechte Sache. Diese 0,5%, die man versteuern muss vom Bruttolistenpreis anstelle der 1%, dann kann man daran noch quasi ein bisschen mehr verdienen, denn es wirkt sich aus, da es ja vom Bruttolohn nur abgezogen wird, vom Brutto, nicht vom Netto, wie eine Gehaltserhöhung. Und das macht dann natürlich richtig viel Spaß und deswegen ist so ein elektrifiziertes Fahrzeug, egal ob es jetzt ein rein elektrisches oder ein Hybridfahrzeug ist, eine interessante Nummer.